Ein gesammeltes Herzlich Willkommen. Es ist Dienstag, der 7. Mai 2013, wenige Sekunden nach 15 Uhr. Hier meldet sich Admiral Markets. Mein Name ist Jens Scharnowski. Willkommen zum Live-Trading-Webinar DAX, DAO, Euro-Dollar oder was alles momentan an den Märkten für tolle Chancen bietet. Mit unserem Daytrader Jochen Schmidt. Die ersten 1 bis 2 Minuten immer eine ganz kurze Einleitung von mir. Mein Name ist Jens Scharnowski. Grüße Sie aus Berlin. Admiral Markets meldet sich hier. Sie sehen momentan unseren YouTube-Kanal. Die Frage kommt immer, deswegen ganz zu Anfang. Ja, die Webinare werden aufgezeichnet. Sie können die meistens am nächsten Werktag auf unserem YouTube-Kanal finden. Die Adresse ist kinderleicht, youtube.com/admiralmarkets.de. Kein Punkt vor dem DE, einfach durchgeschrieben. Und wenn Sie es nicht sich merken können, admiralmarkets.de merken Sie sich bitte, weil da ist dann auch direkt eine Verlinkung zu unserem Facebook-Kanal, auch zu Twitter und zu YouTube. Und Sie finden alles Weitere rund um Admiral Markets auch. Bevor wir nämlich in die Vollen gehen, finden Sie dort auch unseren Risikohinweis, das immer obligatorisch ganz kurz auch nochmal erwähnt. Sollten Sie irgendwann mal mit echtem Geld bei einem CFD oder Forex-Broker wie Admiral Markets ist es traden, Sie müssen wissen, Sie haben immer ein Hebelprodukt. Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber leider auch die Verluste. Also statt 1% plus, wenn Sie einen 100er Hebel haben, machen Sie super tolle 100% plus. Aber auf der anderen Seite, statt 1% minus, machen Sie genauso schnell 100% minus. Also immer ein eingebauter Hebel. Das ist nicht für jeden Anleger das Richtige. Deswegen Risikohinweis immer zu Beginn und den kompletten Warnhinweis, was es noch alles für Risiken gibt an der Börse, können Sie sich gerne auf unserer Webseite in Ruhe komplett durchlesen. Das war's erstmal als Einleitung von mir und ich übergebe zu unserem Daytrader Jochen Schmidt, der wie immer Live-Trading und Analyse der Märkte machen wird. Hallo Jochen. Ja, hallo Jens, liebe Traderinnen, liebe Trader. Hier begrüßt Sie Jochen Schmidt. Danke für Ihre zahlreiches Erscheinen. Sehe ich mal wieder Wahnsinn, was am Nachmittag los ist. Ja, also freue mich heute auf das Webinar ganz besonders, denn ich muss ehrlich gestehen, Sie sehen hier gerade auf meinem Monitor den DAX Future Chart per CFDs und wie schon am Sonntagabend gesagt, es ist wirklich abartig, diese Bewegungen, die nach oben gehen. Und ich möchte heute das Webinar beginnen, jetzt ohne groß, sag ich mal, die Analyse, die wir am Sonntagabend gemacht haben, nochmal zu wiederholen. Es ist nur so, mich hat ein Trader angeschrieben, ja, ich wäre viel zu zögerlich mit dem, was ich da sonntagabends erklären würde oder was ich da am Dienstagnachmittag fabrizieren würde und mir würden zu viele Chancen entgehen. Und ich möchte gern auf diese, sag ich mal, auf diesen Kommentar eingehen, weil er ein bestimmtes Szenario vor Augen führt, worunter wir Trader, wenn wir nicht aufpassen, sag ich mal, ja, leiden können. Ich komme gleich auf das Live-Trading. Ich möchte im Moment eher, sag ich mal, die Eröffnung der US-Märkte abwarten. Deswegen lassen Sie mich kurz referieren, was bei dieser Fragestellung oder auch bei dieser Kritik von diesem Trader, der mich auf Facebook anschrieb, gemeint ist. Und zwar, ich sagte die ganze Zeit, wir haben eine weit gelaufene Bewegung im DAX. Und eine Bewegung, sag ich mal, wo keine nennenswerte Korrektur da war, aus der man hätte nochmal in den Markt einsteigen können, wenn man es auf dieser Zeiteinheit betrachtet. Und wenn ich halt sehe, dass die Kurse mit so Schmackes nach oben gelaufen sind, was nicht heißen muss, dass in den kleinen Zeiteinheiten, wo ich ja gerne unterwegs bin, dass das dann auch so schön aussieht, aber wenn wir mal das letzte Hoch überschritten haben und eigentlich, sage ich mal, hier am Allzeithochs der Hochs stehen, dann tue ich mich sehr schwer, aus Erfahrungen, die ich machen durfte während der Jahre, die ich trade, an dieser Stelle nochmal in den Markt zu springen. Und was der Teilnehmer meinte, war eben genau der Punkt, wo ich am Sonntagabend warnte und sagte, okay, Vorsicht, es können gerne Verkäufe nach unten reinkommen, was gar nicht so schlecht wäre, weil man dann wieder, sag ich mal, aus der Korrektur weitergehen könnte in einsteigende Marken. Ist es so, diejenigen, die sich da jetzt vielleicht nicht getraut haben, weil sie verunsichert sind, weil ich das erzählt habe, ziehen nicht rein und ärgern sich jetzt grün und blau. Denn das Ding ist ja wirklich wunderbar nach oben gestiegen. Und warum erkläre ich das jetzt groß und breit? Es geht schlichtweg um folgenden Punkt, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich ständig ärgern, weil Sie unter Beachtung eines bestimmten Regelwerkes, was Sie sich selbst erarbeitet haben, den einen oder anderen Trade, sage ich mal, verpassen, dann haben Sie ein sehr schweres Leben als Trader. Das wiederholt sich ja in jedem Webinar. Ich sage immer, man verpasst sehr viel, das gehört dazu. Außer Sie handeln langfristig. Dann sind Sie in der Regel ja stets im Markt positioniert und können dann solche Bewegungen, sage ich mal, gut mitnehmen. Nur noch einmal,
einsteigen hier jetzt und einfach drinbleiben, frei nach dem Motto, das läuft weiter, 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 das kann funktionieren, muss aber nicht. Und die Kernaussage ist schlichtweg die, wenn Sie ein Regelwerk haben und dieses einhalten möchten, dann handeln Sie, sage ich mal, regelkonform. Wenn Sie sich allerdings verrückt machen lassen, weil jetzt auf Facebook, im Internet und überall drin steht, neue Allzeithochs, Allzeithochs, und Sie haben den Eindruck, Sie fühlen sich gedrängt, doch da dabei sein zu müssen, dann machen Sie einen Fehler, schlichtweg. Denn entweder sind Sie als Trader souverän genug, um zu sagen, okay, DAX steigt, 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 ich bin nicht dabei, ich habe keinen Einstieg gefunden, und wenn ich nach wie vor keinen Einstieg finde, ja, dann mache ich auch nichts. Dann sage ich mal, sind Sie auf dem richtigen Weg, Sie werden einiges verpassen, aber die Trades, die Sie machen, sind fundiert in der Regel und qualitativ höher, wie wenn Sie sich jetzt einfach zum Reinspringen verleiten lassen, weil überall zu lesen ist, dass man das jetzt tun soll oder überall, sage ich mal, dieser Eindruck erweckt wird, man habe den letzten Trade auf Erden verpasst. Das stimmt nicht. Es gibt genügend Märkte, sage ich mal, wo man dennoch gut traden kann, wo man vielleicht besser aus der Korrektur kommen kann. Sie sehen hier, wie schon gesagt, den DAX-Chart vor sich. Und wir haben hier absolut intakten Aufwärtstrend, wie schon gesagt, wir haben eine weit gelaufene Bewegung, sehr, sehr steil, in V-Form, die durch das letzte Hoch durchgegangen ist. Und wie immer arbeiten wir uns von groß nach klein. Ich gehe jetzt hier vom Tageschart mal runter auf den Stundenchart und da sehen Sie genau, was ich meine. Wenn Sie solche, sage ich mal so, Anstiege haben, die da weit nach oben laufen und jeder erfahrene Trader kann sehen, hier, sage ich mal, zuckeln die Kurse eher hoch, dann ist die Gefahr immer gegeben, nach einer solchen Ausdehnungsphase und vor allem, wenn man auf Stunde, ich gehe mal etwas näher ran, Moment, damit Sie es sehen. Wenn Sie auf Schließen Umkehrstab sehen, der also wirklich bilderbuchmäßig passt nach einem solchen Anstieg, ist halt die Frage, geht man jetzt weiterhin long, weil es in der Luft liegt, dass der DAX jetzt wirklich nach oben schießen könnte, oder geht man vielleicht sogar short? Der eine oder andere wird vielleicht short gehen. Sehe ich mal, Counter-Trend-Trader sehen da nämlich folgenden Punkt hier im Chart. Ich zeige Ihnen auch das. Sie haben hier drüben ein Hoch und Sie haben hier ein Hoch, wo die Kurse gerade rangelaufen sind. Wenn Sie dieses Konstrukt miteinander verbinden, bekommen Sie sowas, falls die Kurse nach unten durchbrechen. Und ich denke mal, das ist im Moment genau der Punkt, dass einige Trader versuchen. Wir gehen mal etwas näher ran auf den 5-Minuten-Chart. Dann können wir nämlich sehen, wie sich die Sache hier entwickelt. Ich gehe mal wieder etwas weiter weg. Ist zu weit. Und hier sehen Sie das, was ich meine. Wir haben auf dem 5-Minuten-Chart, schöner Trend, jawohl, gar keine Frage. Das Ding hier habe ich vorhin verpasst, da war ich nur unterwegs, habe es per Smartphone gesehen, wäre eins meiner Lieblingssignale gewesen, eine schöne Verschachtelung, ist auch schön durchgelaufen. Als ich zu Hause war, habe ich mich dennoch dazu verleiten lassen, einen Trade zu machen, frei nach dem Motto, ich kann das ja genau nicht beginnen, wenn der DAX am Allzeithoch steht, ohne den Leuten einen Trade im DAX präsentieren zu können, was eigentlich auch schon ein Fehler ist, weil ich mich innerlich auch treiben lasse, sage ich mal, zu diesem Aktionismus, den ich jetzt, wenn ich rein privat traden würde, heute kein Webinar hätte, definitiv wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Aber gucken wir uns an, was ich da eigentlich fabrizierte. Dafür gehe ich etwas näher ran und dann gucken wir uns auch gleich nochmal den Umkehrstab auf Stunde an. Moment. So. Und zwar, Sie erkennen, mein Einstieg hier, das war das da, ist nicht die schönste Stelle. Allerdings, warum ich den Trade tätigte, war schlichtweg die Annahme, dass der DAX vielleicht doch nach oben durchlaufen könnte zur 8.2, was er dann auch machte. Allerdings, als ich diese Kerze sah, die ja auch eine Art Pinbar oder Umkehrstab darstellt, war mir mein Gewinn hier oben, in dem Moment, sage ich mal, ich hatte schon Teilverkauf getätigt, war mir lieber zu nehmen. Warum? Weil ich schon in einem weit gelaufenen Markt unterwegs bin. Und immer wenn ich in einem weit gelaufenen Markt unterwegs bin, dann ist es, sage ich mal, nicht sonderlich sinnvoll, Gewinne laufen zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass genau das passiert, dass die Kurse nämlich runterkommen. Und wäre ich in dem Trade geblieben, hätte es mich spätestens hier bei Einstand oder hier drunten ausgestoppt. Also Sie merken, der kurzfristige Handel bietet in diesem Moment gewisse Vorteile, weil man unabhängig von der Gesamtsituation fest, stur an seinem Regelwerk festhält. Man hat einen Gewinn, das waren glaube ich 15 Punkte oder 10 Punkte. Ich habe den genommen, ein Drittel wurde ausgestoppt, ich bin mit Gewinner aus dem Trade, hier hätte ich wieder alles abgegeben. Und im Moment wartet, denke ich, einfach mal der Markt auf die Eröffnung in den USA. Jens, du willst aber sagen, glaube ich?
Ja, ich habe überlegt, ob ich eine Zwischenfrage dir vorlese von einem Teilnehmer, aber da waren wir auch schon zu weit weg. Aber jetzt, wenn du mich ansprichst, frage ich sie noch. Du hast gesagt, du warst nicht am Chart. Die Frage war, wo wäre denn Ihr Einstieg gewesen, wenn Sie am Chart gewesen wären? Ja, jawohl. Und zwar ganz klar, Moment, wo ist der Pen? Genau hier. Hier, also ich, wie schon gesagt, ich war unterwegs, ich habe es per Smartphone gesehen. Ich lösche das alles mal wieder weg und erkläre es genauer. Während du ganz kurz zeichnest, ich habe es vergessen eben zu erwähnen, aber viele sind ja bestimmt öfter dabei. Wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv beteiligen. Sie haben in diesem Online-Meeting, wenn Sie live dabei sind, also nicht das YouTube-Video anschauen, die Möglichkeit, immer live Fragen zu stellen. Wenn die zum Thema passen, lesen wir dir auch vor, damit alle was davon haben und Sie kriegen dann live, Sie sehen es am Bildschirm, die Antwort. Wir sind ja gerade ausgezeichnet worden zum Online-Broker des Jahres als zweiter Platz, Sieger des Herzens, wie ich aber immer gerne sage, ein bisschen frech. Wir wollen ja den ersten Platz machen. Und jetzt frage ich Sie, kennen Sie irgendeinen Broker, der bis zu dreimal die Woche in Live-Sprechstunden, wo Sie dann live Ihre Antwort bekommen, nicht nur telefonisch, sondern live, dass Sie es am Bildschirm nachvollziehen können? Überlegen Sie mal, ob es irgendeinen Broker gibt. Ich glaube, es gibt keinen, der das macht, mit Live-Antworten bis zu dreimal die Woche. Ab und zu machen andere auch Webinare, aber ich glaube, Live-Antworten nicht. Also, wenn Sie nächstes Jahr wieder zum Online-Broker des Jahres abstimmen, hoffe ich auf Ihre Stimme. Und jetzt, wenn Sie möchten, aktiv sich beteiligen, um halt die Fragen loszuwerden und wir werden sie live beantworten. Ganz kurz noch, weil ich es eben vergessen habe dazu. Jawohl. Nee, immer, wirklich immer her mit den Fragen. Davon lebt ja auch ein Webinar. Also, wenn ich jetzt ständig einen Monolog da führe, macht ja auch keinen Sinn. Aber nochmal zu der Frage zurück, wo wäre ich eingestiegen? Und zwar, ich weiß nicht, sieht man es, ich habe jetzt hier es mit diesem, ich weiß nicht, wie man die Farbe verändert bei dem Pointer. Wir haben definitiv einen Aufwärtstrend gehabt und die Kurse steigen an, machen kein neues Hoch. Die Kurse steigen wieder runter, machen aber auch kein neues Tief. Und das ist in der Regel eins meiner Lieblingssignale, vor allem als diese Kerze hier drüben, wie eine Art Doji-Schloss und kein tieferes Tief macht. Eigentlich wäre es so, wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon Market in den einfach reingekauft und den Stop ans letzte Tief hat runtergenommen. Sage ich mal, wenn ich nicht so sicher bin, lege ich mich einfach über diese Doji-Kerze, lasse mich einstoppen und habe den Stop dann eben hier drunter liegen. Und wie man sieht, es ist eines meiner Lieblingssignale. Nochmal, die müssen aber dann auch passen. In diesem Fall passt es, ist eine Verschachtelung in einem intakten Aufwärtstrend, der zwar schon weit gelaufen ist, aber er ist intakt. Und aus diesem Grund wäre ich definitiv wahrscheinlich erst in dem unteren Bereich in den Markt gegangen. Und man sieht, es ist ein Klassiker, es ist auch mal schön, dass es so schön durchläuft, ja, also rums, die Kurse gehen nach oben, drehen hier die Stops derer, die vielleicht schon gesagt haben, aha, der ist weit gelaufen, jetzt kriegen wir bestimmt einen Abwärtstrend. Die fliegen alle raus, geht in die Long-Richtung und der Kurs bekommt nochmal Schub. So. Und dann setzt sich, sage ich mal, dieser Trend schön fort. Deswegen bin ich hier nochmal reingegangen, frei nach dem Motto, also gut, entweder läuft er jetzt oder läuft nicht. Aber wie schon gesagt, wenn ich aufgrund eines bestimmten Signales in den Markt gehe, Umkehrstäbe, also wenn ich einen Umkehrstab habe, der so aussieht und ich sage, aha, hier ist ein Nachfrageangebotswechsel, jetzt gehe ich in den Markt, dann mitgehe und dann plötzlich, sage ich mal, das Gegensignal sehe, dann werde ich unsicher, weil ich sage, naja, eigentlich so astrein ist das nicht, weil wir schon weit gelaufen sind. Also ich bin herausgegangen, hatte einen Gewinn mitgenommen und wie schon gesagt, natürlich, wenn man dann hinter dran die Sache anschaut, denkt man sich, ja, warum bin ich wieder rausgegangen, warum habe ich den Stopp viel zu nah genommen. Ehrlich gesagt, so denke ich schon lange nicht mehr, weil ich einfach sage, ich mache mein Regelwerk. Aber es zeigt sich hier bei diesem Trade sehr schön, sage ich mal, es kam die Korrektur runter und bitte vergessen Sie nicht, wenn Sie im kurzfristigen Bereich unterwegs sind, so wie ich das gerne mache, wollen wir ungern eine komplette Korrektur, sage ich mal, aussitzen. Wir haben schnelle Bewegungen als Ziel. Schnell ist relativ, der Markt ist meines Erachtens sehr, sehr langsam, sehr zuckelig. Also sprich, wir wollen nicht eine Korrektur haben, wo der Gewinn wieder weggeht, den wir schon mal haben. Das ist ja das klassische Scalp-Trading. Deswegen macht es nichts, wenn man dann bei 10 Punkte aussteigt, wenn das das feste Ziel ist oder Teilverkäufe macht und versucht vielleicht mit einer Restposition weiter nach oben zu laufen. Diejenigen, die das versucht haben, die zum Beispiel ihren Stop jetzt, was sie sich hier hingelegt hätten und dann unter Beachtung von den Innenstäben, wie man es oft bei Michael Vogt sieht, den Trade, sage ich mal, gemacht hätten, wären noch drin. Ja, andere wären schon längst rausgeflogen. Und ich habe oft genug den Eindruck, dass ich, sage ich mal, aufs Gleiche rauskomme, wenn ich mein Ziel bei 1:1 CAV oder 1:2 nehmen kann. Das nur als Beispiel fürs Trading, wie man, sag ich mal, reagieren kann oder wie man mit der Stop-Technik arbeiten kann oder mit, sag ich mal, diversen Positionen. Ich habe übrigens einen Haufen Trades noch gemacht im US-Dollar-Japanischen Yen,
und habe da kräftig eins auf die Mütze bekommen. Wenn Sie möchten, schauen wir uns das nachher auch gerne an. Ein paar erklärende Worte wären da gar nicht schlecht, weil, ich sag mal, wenn man Serien von Verlusttrades hat, darunter leiden ja, oder darunter leiden wir Trader ja immer. Allerdings muss das nicht unbedingt sein. Und das würde ich Ihnen gerne zeigen. Wir haben noch eine Viertelstunde, bis die US-Märkte eröffnen. Wäre das okay, wenn ich mal kurz rübergehe und diesen Trade erkläre? Ja, wobei wir auch noch einige Fragen jetzt zum DAX hätten. Okay. Gerne. Okay. Welche Positionsgröße hättest du gehandelt und warum im DAX heute? Ja, also prinzipiell ist es so, wir haben ja hier ein Konto, ein klassisches Standardkonto mit 5000 Euro. Und man sieht es hier oben an der Standardeinstellung, ich handle mit 3 CFDs. Manche mögen da jetzt sagen, das ist viel zu vorsichtig. Ich sage immer, man kann nicht vorsichtig genug sein. Im Trading geht das Geld schneller weg, als das man denkt. Deswegen, ich handle sehr konservativ. Also ich handle, sage ich mal, in dem Markt oder jetzt im DAX oder im Dow nachher auch immer mit 3 Kontrakten. Manchmal auch mit 4. Wenn ich unsicher bin oder wenn ich eine doofe Stelle habe zum Einsteigen, dann handle ich eher mit 1. Ich zeige Ihnen das, weil ich habe was vorbereitet für die Eröffnung, weil ich weiß in der Zwischenzeit, wenn ich Webinare habe, dann bin ich irgendwo in einem anderen Markt, erkläre da großartig rum und die besten Trades entgehen mir dann immer. Deswegen, ich wechsle mal kurz zum Dow Jones rüber. Moment. So. Und im Dow ist es einfach so, ich habe mich jetzt, Sie sehen, hier gibt es ein Vortageshoch, hier gibt es das Vortageshoch, was schon überschritten ist. Ich gehe mal kurz auf den 5-Minuten-Chart. So. Und hier sehen Sie meine Stop-Buy-Order. Die liegt jetzt am Hoch. Das ist eine ungünstige Stelle. Und deswegen habe ich hier nur einen Kontrakt drin. Also sprich, das ist zum Beispiel ein Trade, den ich eingehe, falls jetzt der Markt zur Eröffnung wirklich nach oben durchdrücken sollte ohne Ende, dann möchte ich schon gern dabei sein. Da das aber eine ungünstige Stelle ist, ja, am Hoch zu kaufen, Sie wissen, ich sage es immer wieder, das ist wirklich nicht toll, aber ich möchte dabei sein. Falls der Trade schief geht, die Kurse hochkommen, mich jetzt einloggen und sofort in die Tiefe rauschen nachher, was durchaus passieren kann, dann verliere ich nur ein Drittel dessen, was ich sonst verliere. Aber ich bin dabei. Sie merken, es ist also immer ein Abwägen, was möchten Sie erreichen, was möchten Sie riskieren. Und also nochmal, es ist immer eine Frage, wie hoch oder wie groß ist das Konto. Und Sie wissen, ich unterscheide zwischen Kapital, zwischen Trading-Kapital, was man hat, und dem Konto, was man hat. Ich halte immer nur einen kleinen Teil meines Geldes auf dem Konto, nutze das rein zur Margin-Abdeckung und Verlustabfederung. Mein Kapital selbst, das Großteil des Kapitales, liegt sicher, entweder per Tagesgeld oder Aktien oder wie auch immer. Und deswegen, sage ich mal, bin ich sehr konservativ. Das Kapital, mit dem ich habe, ist genau durchkalkuliert. Welches Risiko kann ich mir oft hintereinander leisten? Also ich gehe nicht nur her und sage, wie viel Risiko kann ich ertragen, wenn ein Trade schief geht, sondern auch wenn die ganze Serie von Trades hintereinander schief gehen, möchte ich dennoch emotional stabil bleiben. Jens, bitteschön. Eine ganz konkrete Frage mal. Bin ich mal gespannt, wie du antworten wirst. Ja. Ich habe einen Short, also ein Hebelzertifikat, nehme ich mal an. Ich habe einen Short ab 7.800, Knockout-Schwelle 8.500 für den DAX. Mhm. Soll ich den jetzt verkaufen? Das sind immer die Fragen. Wo ich wirklich sage, also ich sag mal so, gucken wir uns mal groß an. Also wir haben ja keine Knockouts, bei uns gibt es nur CFDs. Bei Knockouts gibt es immer noch viele Punkte, die man auch berücksichtigen sollte. Zum Beispiel, was wir jetzt nicht als Information haben, die Laufzeit. Knockouts haben ja in der Regel noch 3 Wochen, 3 Monate oder was auch immer an Laufzeit. Ja. Das spielt eine Rolle für Ihre Entscheidung, wie groß Ihre Order ist, was Sie erwarten, und das alles mit mehr Informationen müssten wir halt haben oder für Ihre Entscheidung. Aber das nur von mir, mehr für Ihre Entscheidung. Ich möchte anders antworten. Das ist eine klassische Frage und mal völlig unabhängig vom Produkt, was Sie handeln. Ja. Danke auch für die Frage. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei 7,8 war der Short und die Knockout-Schwelle ist bei 8,5. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das heißt also hier ungefähr. Hier war der Short und der Stop. Moment. Ist hier oben. Die Frage ist, egal welchen Trade Sie machen, wenn Sie, oder warum haben Sie den Trade gemacht? Halt, das war hier. Der Short, wahrscheinlich, weil der Markt mal kurz nach unten drehte. So, in dem Moment, sage ich mal,
Wenn der Markt statt nach unten dreht, neuere Hochs macht, und das hat er hier getan, also sprich den Aufwärtstrend, auch wenn es nicht so klar ist, aber weiterführt, muss Ihnen klar sein, Sie stehen gegen einen Aufwärtstrend. Hier standen Sie noch gegen einen kleinen Aufwärtstrend und hier stehen Sie gegen einen großen Aufwärtstrend. Und das kann gut sein, dass die Kurse, sage ich mal, durchaus nach oben weiter marschieren. Diese Gefahr liegt wirklich in der Luft. Sind Sie bereit, das Geld zu verlieren mit diesem Knockout? Haben Sie sich das vorher überlegt? Wenn es Ihnen zu viel ist, müssen Sie sofort gehen. Egal, was der Jochen Schmidt sagt. Wenn Ihnen das Geld zu sehr wehtun würde oder wenn der ganzes Herzblut dran hängt, Ihr ganzes Schicksal, auf keinen Fall, wenn der Markt sich schon so gegen Sie entwickelt. Ich mache jetzt hier keine direkte Anlageberatung. Ich möchte es nur erklären über, sage ich mal, den Stil oder das Regelwerk, was ich benutze und viele andere Trader auch. Und das heißt, wenn ich einen Trade eingehe, egal auf welcher Zeiteinheit, dann möchte ich in einer absehbaren Zeit sehen, dass sich dieser Trade entsprechend entwickelt, und zwar in meine Richtung. Tut er das nicht und ich stattdessen solche Gegenbewegungen, sage ich mal, gegen mich stehen habe, gerate ich in den Zustand des Hoffen und Bangens. Nichts anderes ist es ja. Und allein dieser Zustand, den finde ich sehr belastend, deswegen würde ich den beenden und rausgehen. Wenn Sie jetzt, sage ich mal, eher als Investor unterwegs sind, der 3 Monate in der Regel eine Position hält, von mir aus, dann gleichen Sie es über die größeren, sage ich mal, Zeiteinheiten ab. Aber im Moment ist es ganz klar, Sie stehen gegen einen großen Trend. Und das ist nie sonderlich gut. Wenn ich noch kurz ergänzen darf, natürlich kann es sein, dass die Kurse vielleicht wieder zurücklaufen. Aber bis zu einem gewissen Grad ist das nur eine Korrektur. Und Sie würden sich vielleicht kurz wohlfühlen und sagen, aha, ich liege doch richtig. Und die Gefahr ist einfach zu groß, dass der Kurs dann richtig nach oben nochmal durchdreht. Auf das warte ich ja die ganze Zeit. Also meine Empfehlung wäre, wenn es zu viel Geld ist, was Sie verlieren, beenden Sie das Ding, gehen Sie raus. Wenn Sie es aushalten können, in Ordnung, aber nochmal, Ihre ursprüngliche Annahme ist nicht mehr da und somit ist eigentlich kein Grund mehr an dem Trade festzuhalten. Sorry, dass ich mich gerade so weit aus dem Fenster lehne, aber das wäre meine Empfehlung. Und das ist, denke ich mal, auch sehr gewünscht von vielen. Nochmal betont, keinerlei Beratung machen wir niemals, sondern immer nur auf konkrete Frage, gerne allgemeine Einschätzung, Fragen, die Sie sich selber stellen sollten, Ideen, aber bitte niemals als konkrete Anlageberatung verstehen. Und Optionsscheine, Zertifikate gibt es bei uns auch gar nicht, sondern nur CFDs. Ja. CFDs haben ein paar Vorteile im Vergleich zu Knockouts. Sie haben keine Laufzeit, sie haben keine Ordergebühren. Deswegen einfach mal schauen, was auch alternativ für CFDs hier möglich wäre. Dafür sind ja auch die Webinare da, um das mitzubekommen. Genau. Vielleicht darf ich kurz ergänzen, klar. Was mir generell auffällt, wenn ich gerade in Facebook unterwegs bin oder im Internet, in diversen Foren, es ist viel, viel Wissensdurst da, dass die Gefahr liegt aber immer darin, dass man 23 Meinungen hört von verschiedenen Leuten, jeder sagt was anderes und im Endeffekt ist man gerade am Anfang oder wenn man jetzt ein Trader ist, der wirklich in einem Höllentrade drin ist und einfach nur noch Rat sucht, ist man so verwirrt, weil 23 Meinungen sind 23 Meinungen. So. Im Endeffekt ist es einfach so, wenn Sie Zweifel haben, und da müssen Sie ehrlich zu sich sein, Trading ist ein Geschäft, was auf gnadenloser Ehrlichkeit beruht, Sie können sich nicht belügen. Wenn Sie ein fürchterlich schlechtes Gefühl haben und mit Schweißausbrüche dasitzen, gehen Sie aus der Position. Auch wenn sie richtig läuft und es Sie belastet, gehen Sie raus. Weil in dem Moment nehmen Sie sich die Grundlage für eine rationale Entscheidung, wenn Sie emotional, sage ich mal, schon so weit angeschlagen sind. Das hat jetzt nichts mit dem Herrn zu tun, der da gefragt hat. Kann ja auch sein, der ist da ganz entspannt. Aber nochmal, das, was Sie haben möchten, was Sie sehen möchten, sollte nach einer gewissen Zeit dann auch passieren. Wenn das nicht passiert, das ist meine Erfahrung, geht es oft genug schief. Und man nimmt den Stop weg oder man hat riesen Abstände, wie bei diesem Knockout. Mein Gott, ja, und Sie haben einen Monsterverlust. Gehen Sie doch lieber raus, haben einen moderaten Verlust. Oder verkaufen die Hälfte ab, wäre zum Beispiel auch eine Idee. Wenn Sie es nicht ertragen, gehen Sie, verkaufen die Hälfte ab. Ihr Verlust hat sich halbiert in dem Moment. Ja. Das nur am Rande nochmal. Jens, ich gebe wieder. Ja, ich habe ganz getippt. Einige Fragen, die halt nicht für alle interessant sind, beantworte ich auch immer mit Tippen persönlich. Hallo Herr Schmidt, ist im DAX bei ca. 8095 ein großer Punkt 2 überschritten worden. Du weißt, was mit Punkt 2 gemeint ist? Ja, ja, natürlich, ja. Weiß es nicht, deswegen erläuterst du es vielleicht auch nochmal für alle nochmal ganz kurz, was Punkt 2 bedeutet. Ach so, ah ja, okay, ja, Entschuldigung, ja, ja. Also Punkt 2, die Markttechniker sprechen davon. Wir wissen, das ist ein Trend, ein Aufwärtstrend, die Aufwärtstrenddefinition. Und
Man sagt auch, das wäre ein sogenanntes 1, 2, 3. Das ist einfach eine Zählweise. Man kann auch ABC sagen, aber es hat sich in den Markttechnikern einfach so angebürgert, dass ein Punkt 2 im Endeffekt nichts anderes ist wie ein Hoch, was erstmal zurückgeblieben ist, das dann überschritten wird. Das ist der Punkt 2. Und der Punkt 2 selber hat, sag ich mal, die recht erhellende Stelle, wo Bewegung in den Markt kommen kann. Das ist im Detail zu erläutern, da wieder zu lange, aber das ist der Punkt 2. Also im Endeffekt der Punkt 2 im Aufwärtstrend ist das letzte Hoch und im Abwärtstrend ist es das letzte Tief. Ja. Man kennt das auch, der eine oder andere, die sogenannten Hooker-Trader, also Haken-Trader. Man sagt auch, das wäre ein Haken, sogenannte Rosshaken. Die Markttechniker sagen, es ist ein Punkt 2. Und in der Regel, wenn ein solcher Punkt 2 unterschritten wird, kommt Bewegung in den Markt. Ist ein wichtiger Punkt für Daytrader. Und wenn man das dann weiterspinnt, ist der Punkt 2, weil er ja ein Hoch ist, ja zum Beispiel auch der Grund, warum ich sehr auf die Vortageshochs achte, wie hier oben, oder auf die Wochenhochs, weil wenn diese überschritten werden oder unterschritten werden, je nachdem wie der Trend gestaltet ist, kommt oft genug kräftige Bewegung in den Markt, die man dann auch in den kleineren Zeiteinheiten für sich nutzen kann. Ich hoffe, das war von der Definition her jetzt ausreichend. Und die Frage war, ein großer Punkt 2 wurde da genommen, ja, und schauen wir es uns an. Ich habe jetzt extra den ganz großen Chart genommen und die ganz große Zeiteinheit. Und hier sieht man, ja, hier drüben links ist ein großer Punkt 2, ein richtig großer Punkt 2. Und hier war auch nochmal ein Punkt 2. Und das habe ich vor einiger Zeit schon in den Sonntagswebinaren gesagt gehabt. Wir haben also zwei Punkte 2 ganz in der Nähe. Und das ist natürlich das Tolle, wenn sich dann hier ein Trend durchschiebt. Hier haben wir nochmal einen Punkt 2. Also wir haben eine echte Verkettung von mehrere Punkte 2, was Markttechniker wirklich lieben, weil oft genug dann harte und schnelle Bewegungen, sage ich mal, über die neuen oder über die alten Hochs in den Markt kommen. Ja, deswegen die Konstellation hier, man kann sie auch als Dreieck darstellen, als steigendes Dreieck, ja, die Leute, die technische Analyse betreiben. Aber ich achte sehr auf diese Punkte 2, beziehungsweise auf die Hochs und die Tiefs. Diejenigen, die schon länger dabei sind, merken das ja. Das ist eigentlich fast die einzige Art und Weise, wie ich in den Märkten vorgehe. Werden bestimmte Tiefs oder Hochs überschritten oder unterschritten, ist für mich eine neue Signallage entstanden. Die versuche ich dann mit dem Trendaufbau abzugleichen, von großen Zeiteinheiten runtergeschaltet in die kleinen Zeiteinheiten. Jens, ich wechsle mal zum Dow, der eröffnet. Wechsel gerne, aber immer dran denken, wenn du wechselst, wenn du zeichnest, immer die Sprechpause, sonst haben wir ein kleines Tonproblem. Okay. Okay. So. Ja, wenn du noch ein bisschen brauchst. Wir, sehen, wir hatten, oder wir haben immer noch die 4 Punkte Spread. Okay. Jo. Mach du mal. Ja, okay. Also ich sage, du brauchst noch ein bisschen. 4 Punkte Spread sehen Sie noch im Dow Jones. Wenn wir gleich um 15.30 Uhr die Zeit haben, in 2 Minuten werden Sie sehen, dass das Spread auf 1 runtergeht. Wir haben von 15.30 Uhr bis 22 Uhr einen Punkt im Dow Jones, vorher aber 4. Aber gleich werden Sie sehen, wenn 15.30 Uhr ist und wenige Sekunden, dann ist es auf 1. Ich wollte eigentlich nur die Zeit überblicken, da wird mir immer genug einfallen. Denken Sie daran, dass Donnerstag Feiertag ist. Sie haben wahrscheinlich frei, aber die Börsen, sowohl die deutschen Börsen, Frankfurt, Xetra und auch USA sind geöffnet. Viele professionelle Broker sind Trader sind aber auch im Urlaub. Das heißt, Volumen wird Donnerstag und auch Freitag sehr viel geringer sein. Sie können traden. Aber wie gesagt, Volatilität und Volumen wird relativ gering sein, Donnerstag und Freitag. Das schon mal als kleiner Hinweis. Und jetzt weiter mit dir. Ja, ein Punktspread fix, sowohl im DAX und Dow, ist auch noch eine Frage. Im DAX von 9 bis 22 Uhr ein Punkt fix und im Dow Jones, gleich werden wir es erleben, in 30, 40 Sekunden von 15.30 bis 22 Uhr ein Punkt fix. Gibt keinen Broker in Deutschland, der mir bekannt ist, der günstiger ist. Stimmt. Das stimmt wirklich. Das war auch der Grund, mit ein Grund, weil ich ja vorhin sagte, ich habe mich jetzt einfach darüber gelegt. Und da haben wir die 1. Im Webinar, also nicht irgendwie 15, ich mal den Blick, für manche, nicht ja, 15.31 sonst was, sondern wirklich halt ein paar Sekunden nach 15.30. Jetzt 1. Sie sehen es immer in dieser kleinen Ordermaske, die immer noch möglich ist zwischen Sell und Buy, war eben die 4 und jetzt seit 20 Sekunden die 1, da sehen Sie immer den aktuellen Spread. Und auch aus diesem Grund habe ich die verringerte Positionsgröße gewählt,
Weil wenn ich in der Zeit, sage ich mal, meine Order in den Markt gebe, wo das Spread noch relativ weit ist, kann genau das passieren, dass ich nämlich, sage ich mal, mit 2 Punkte oben, 2 Punkte unten in diesem Fall eingestoppt werde. Und es kann ja gut sein, dass zur Eröffnung würde ich die Kurse nach unten rauschen. Und dann hätte ich also Vollverlust, sage ich mal, schon frühzeitig in den Markt gekommen, zu Konditionen, die mir dann in dem Moment nicht so gefallen würden. Ich bin jetzt hier kurz auf den 15-Minuten-Chart zurückgegangen, damit Sie etwas mehr Historie sehen. Warum bin ich hier long jetzt im Markt, beziehungsweise warum gehe ich davon aus, dass es weiter nach oben laufen könnte? Schlichtweg deshalb, wir sehen diese Bewegung hoch, also hier links, dann kommt dieses Gehackel, steigt wieder hoch, verschachtelt sich leicht. Das ist jetzt die Frage, wenn die Kurse also hier nach unten marschieren sollten, werde ich den Trade sofort beenden und vielleicht einen Neueinstieg suchen in diesem Bereich, wenn es dann nach oben nochmal drehen sollte. So, ich mache alles Gezeichnete mal weg, gehe wieder auf den 5-Minuten-Chart. Das ist die Zeit, dann halt, wo ich gerne unterwegs bin. Übrigens, meine Damen und Herren, auch da muss man immer unterscheiden, wenn der Markt sehr dünn wird von der Kursstellung oder wenn es sehr zuckelig, sehr langsam ist, empfiehlt es sich manchmal auch eher auf eine größere Zeiteinheit auszuweichen. Ja, das ist etwas entspannender. Also normalerweise time ich ja über den 1-Minuten-Chart. Ich gehe mal kurz auf den 1-Minuten-Chart. Und ich denke, Sie sehen, was ich meine. Also hier ist wirklich ein ruckartiges Hin- und Hergemache. Das ist wirklich nicht der ideale Markt, um Scalp-Trading zu machen, wo man also schnelle Bewegungen haben möchte, sage ich mal, diese halbwegs halten oder die etwas, ja, wie würde ich sagen, flüssiger gestaltet sind. Das haben wir nicht. Zur Eröffnung kann sich das verändern. Das ist immer meine Hoffnung zur Eröffnung der US-Aktienmärkte, dass dann doch halbwegs gute Bewegungen in den Markt kommen. Wir haben es dienstags immer wieder erlebt, dass das manchmal auch nicht der Fall ist. Deswegen schauen wir jetzt einfach nach. Ich glaube, wir sind gut beraten mit diesem einen CFD. Viele werden sagen, es ist ja kein Geld. Und ich sage, es ist sehr wohl Geld. Ja, wir haben da 5.000 Euro Konto. Wenn Sie schaffen, in einem Jahr 500 Euro zu verdienen, 10% Rendite zu machen, schlagen Sie jede Bank und Sie können sich bewerben bei jedem Traderbüro. Ja, weil 10% Rendite ist eine super Sache, hat eigentlich mit dem Kontostand an sich nichts zu tun. So, wie entwickelt sich der Trade hier? Nicht so, wie ich es gerne hätte. Und das ist jetzt eben die Frage, bleiben die Kurse unter diesem letzten Hoch, hier drüben links meine ich, oder prallen die nochmal ab und ziehen vielleicht nach oben? Das ist die Frage, die im Moment in der Luft liegt. Ist ja oft so, der Dow macht ja gerne so Fake-Bewegungen und dreht dann nach einer gewissen Zeit nach der Öffnung nach oben hoch. Und es ist jetzt einfach die Frage, ob er das macht oder nicht. Also wenn wir rausfliegen, mein Gott, dann fliegen wir eben raus. Ich weiß, der eine oder andere wird bestimmt sagen, naja, der Stop liegt ja sehr ungünstig hier am letzten Punkt, das wird man eigentlich eher weiter runtergehen. Ich sage es Ihnen offen, dazu bin ich einfach nicht bereit. Lieber fliege ich raus, habe einen kleinen Verlust und gehe aber nochmal in den Markt. Anstatt ich, sage ich mal, den Stopp immer weiter, weiter und weiter wegziehe, frei nach dem Motto, ja, man muss ja Luft lassen dem Markt und so. Ich lasse dem Markt überhaupt keine Luft. Ja, weil die Luft in der Regel, die wird mir aus den Lungen oder aus dem Geldbeutel gepumpt. Und ich bin halt Scalp-Trader, deswegen rede ich so. Also ich möchte, wenn ich rausfliege, kleine Verluste haben. Und wenn ich gut in den Markt einsteigen kann, durchaus, sage ich mal, auch länger meine Gewinne laufen lassen, sinnvoll laufen lassen. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich aus einer Korrektur komme, in einen noch nicht so weit fortgeschrittenen Trend. Also wenn ich es echt schaffe, also eine Art Trendgeburt mitzuerleben, dann bin ich gerne bereit, auch einen Teil meiner Positionen laufen zu lassen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass mir mein Gewinn eben nicht weggenommen wird. Und ich denke mal, die meisten von Ihnen haben das auch schmerzlich kennengelernt. Sie arbeiten gut, sie machen gute Trades und sie sagen sich, jawohl, ich lasse meine Gewinne laufen. Das ist die einzige Art, wie man an der Börse existieren kann auf längere Sicht. Das stimmt auch. Aber man unterschätzt, sage ich mal, die Situation, in der man gerade ist oder wie der Markt gerade ist. Und sie geben die schönsten Gewinne wieder ab. Und ich habe mir eben gesagt, wenn die Märkte die meiste Zeit über nicht in sauberen Trends laufen, dann muss ich hergehen und meine Gewinne nehmen, solange sie noch da sind. Wenn ich den Trend gut erkenne, dann bin ich auch gern bereit, den Gewinn laufen zu lassen. Und meine Damen, meine Herren, wie Sie gerade sehen, das ist der klassische Fake hier nach unten gewesen, exakt 3 Minuten nach der Öffnung. Ich weiß nicht warum, oft genug ist es so. Und danach ziehen die Kurse wieder hoch. Allerdings auch nicht so, wie ich das gerne sehen würde, wenn ich ehrlich bin. Ich zoome etwas weiter weg. Nein, zu weit. Gucken wir uns nochmal auf der höheren Zeiteinheit an. Und hier sehen Sie das, was ich vorhin meinte.
wenn wir Glück haben, wird hier ein 1, 2, 3 sich durch ein größeres 1, 2, 3 schieben. Ein idealer Punkt für Markttechniker, also wir haben einen großen Trend, also großer Punkt 2 und ein kleinerer Trend schiebt sich durch den großen und, sag ich mal, definiert den. Und das sind schöne Bewegungen zu erwarten und wie wir gerade sehen, haben wir da so eine Bewegung. Ich gehe nochmal runter auf 5 Minuten. So. Lösche das mal weg, was ich hier gezeichnet habe. Und hier sehen wir, das war der Rucker durch das große Hoch von vorgestern. Bei 15,9 war das. Das ist diese gestrichelte, diese fein gestrichelte Linie, sofern Sie sie sehen können. Und die Frage ist jetzt wirklich, halten die Kurse? Also, oder fallen die so zu typisch, sage ich mal, für diesen Markt in sich zusammen? Es gibt noch so eine Art Aufbäumen. Man möchte das letzte Hoch nochmal anhandeln, aber dann geht dem Markt die Luft aus. Und Sie sehen jetzt hier, der Einstieg ist hier. Und wie immer, wenn man hoch einsteigt, hat man genau das Problem, dass man eigentlich einen Großteil der Bewegung von da unten, ja, sag ich mal, nicht mitgenommen hat. Den Stop kann man aber auch jetzt nicht, sag ich mal, bei 2 Punkte plus sofort hier reinziehen. Deswegen, ich muss im Moment einfach nur abwarten und schauen, wie sich der Trade entwickelt, ob der Markt, sag ich mal, genügend Käufer findet, die den Kurs nach oben treiben und vielleicht dazu führen, dass wir ja, über dem großen Hoch auch zum Schlusskurs kommen am Ende des Tages, werden wir sehen. Also mit einem Kontrakt bin ich jetzt gern bereit, es laufen zu lassen. Wir haben hier ein minimales Risiko, 7 oder 10 €, mehr ist es nicht. Und angenommen, es läuft doch weit durch, ich zweifle daran, aber angenommen, es wäre so, können wir auch also mal locker unsere 50 € mit so einem einzelnen CFD machen. Und ich glaube, so verachtenswert ist das auch nicht bei einem 5.000-Euro-Konto. Jens, ich gebe mal an dich, wenn es irgendwelche Fragen im Moment hat. Ja, eine Standardfrage, aber gerne ganz kurze Antwort dazu. Mich verwundert, dass Indikatoren und Einzeichnungen fehlen. Ist natürlich schon übersichtlich, aber verwendest du keine Indikatoren für deine Analyse? Ja, ich verwende fast keine Indikatoren für meine Analyse. Ich weiß, viele sind immer sehr verwirrt. Am Anfang habe ich das versucht und ich sage jetzt einfach mal, vielleicht bin ich auch zu doof für die ganzen Indikatoren. Man muss wissen, wie ein Indikator funktioniert. Und man darf auch eins nicht vergessen, ein Indikator ist ein Hilfsmittel. Moment, wir können das ja echt mal kurz hier machen. Ich gehe mal in die Expert Advisors, beziehungsweise an die angepassten Indikatoren. Und da schnappe ich mir jetzt, was weiß ich, Moving Average. Ich nehme den jetzt einfach mal. Okay. So. Machen wir einen gleitenden Durchschnitt rein. Und nochmal, ich habe nichts gegen Indikatoren, es ist nur meine Art des Tradings. Und jetzt möchte ich all die Leute fragen, die, also ich hoffe, ihr seht diese feine, dünne Linie hier, ja. Das ist dieser gleitende Durchschnitt. Und was zeigt mir jetzt dieser gleitende Durchschnitt? Er zeigt mir nichts anderes, als dass ich mit bloßem Auge sehen kann, nämlich, wenn man aufwärts trennt. Schlichtweg. Und man sieht, wie oft diese Indikatorlinie unterschritten wird, wo dann für den klassischen Indikatoren oder gleitenden Durchschnittstrader die Welt untergeht, weil er sagt, jetzt ist der Trend aber gebrochen und der Trend ist nicht gebrochen. Und das Ding läuft weiter. Das heißt, wenn ich hergehe und mir einen gleitenden Durchschnitt in den Chart lege, dann habe ich eine Hilfslinie, die den Trendverlauf einfach glättet. Aber der Trendverlauf bleibt der Trendverlauf. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Daten, die der Indikator ja beziehen muss, um entsprechend, sage ich mal, eine mathematisch kalkulierte Darstellung zu bringen, dass die genauso wie der Trendaufbau aus dem Orderbuch kommt. Also dann brauche ich keinen Indikator, sondern gucke gleich aufs Orderbuch beziehungsweise auf die grafische Darstellung dessen, was im Orderbuch abläuft. Indikatoren, nochmal, ist ein Hilfsmittel. Man kann gerne mit Indikatoren arbeiten, überhaupt keine Frage. Ich selber mache es nicht, weil ich komme in meinem Trendaufbau bestens zurecht. Ja. Jens, ich gebe wieder an dich. Vergleichen Sie auch den Candlestick mit dem Linienchart? Also vergleichst du ab und zu Candlestick mit anderen Einzeichnungsformen? Nein. Also prinzipiell ist so, ich bin von Liniencharts abgekommen. Man sollte sich Folgendes doch im Kopf gehen lassen. Wenn man einen Linienchart hat, ich male es einfach mal so ein, okay? Dann ist ja die Frage, diese Linien, in welchem Zeitraum werden die dargestellt? Also ich kenne es aus der Stuttgarter Zeitung, das sind ja auch immer so Börsenkurse, die sind als Liniencharts dargestellt. Und das Interessante ist, also angenommen, wir hatten hier die Eröffnung
vor einem Monat und jetzt wird zu diesem Tag der Schlusskurs genommen von einem Linienchart. Dann habe ich nichts anderes, wenn ich das mal so nehme, ich habe es gerade falsch erklärt. Also sprich, die Zeiteinheit, in der der Linienchart dargestellt wird, die existiert ja aus einem Eröffnungs- und Schlusskurs. Und angenommen, der liegt auf einer Ebene, dann habe ich sowas im Linienchart. Aber ich sehe die Hochs und die Tiefs sehe ich nicht. Die sehe ich bei einer Kerze. Wenn der entsprechende Zeitrahmen eingehalten wird, dann erkenne ich ja, wie die Kurse hochliefen, wieder abgekauft wurden, dann entstehen ja diese Lunten und Dochte. Bei Liniencharts erkenne ich das nicht. Und deswegen, ich mag Liniencharts nicht sonderlich. Nochmal, wir reden hier vom Daytrading, wir reden vom kurzfristigen Trading, wir reden vom Trendaufbau, von den kleinsten Trends. Und da möchte ich schon, Lunten und Dochte erkennen. Und die Linien an sich bringen mir nicht viel. Der Tick-Chart ist ein reiner Linienchart, aber ich sag mal, nach einer gewissen Zeit checkt man ja auch, wie der läuft oder was da läuft. Wir haben sogar einen Tick-Chart, ich kann den sogar mal kurz zeigen. Wie mache ich das nochmal, Jens? Ich habe, glaube hier... In der klassischen Ordermaske. Das heißt, wenn du oben in der Menüleiste auf neue Order gehst zum Beispiel. Okay. Entschuldigung. Extra. Oder neuer Auftrag. Aber es gibt so einen Button auch, den meinte ich eigentlich. Ja, genau. Da. Genau. So. Hier sehen wir einen Tick-Chart, ja, wo eben Bid and Ask oder das Bet entsprechend angezeigt wird. Und ich sag mal so, wenn Sie jetzt hergehen und diesen Tick-Chart, der die einzelnen Kursstellungen der Time and Sales Liste darstellt, wenn Sie den nehmen und zusammenfassen, dann bekommen Sie Ihre Kerzen, Ihre Stäbe oder auch Ihre Linien. Es ist immer eine Zusammenfassung. Und wenn man mit Linien arbeitet, ist ja wirklich die Frage, wo ist die Eröffnung, wo ist der Schluss? Und bei den Kerzen oder Stäben haben wir die Eröffnung, den Schluss, die Hochs und die Tiefs. Deswegen mag ich das. Ich erkenne, wie wir es vorhin sagten, Hochs und Tiefs sind für mich wichtige Punkte. Deswegen möchte ich diese auch sehen, wenn ich einen Chart anschaue. Somit bringt mir der Linienchart selber nicht viel. Ich weiß, es gibt viele Leute, die arbeiten mit dem Liniencharts und auch erfolgreich damit. Deswegen soll keine Abwertung sein, ist alles voll in Ordnung. Ich hoffe, ich konnte es halbwegs jetzt rüberbringen. Wie immer wollen wir für die Einsteiger was machen, aber auch für die Fortgeschrittenen. Deswegen würde ich sagen, noch zwei Fragen für die Basis und dann gehen wir zum nächsten Währungspaar oder CFD. Zwei Fragen hatten wir aber noch. Ist es im Trading sinnvoll, nicht zeitbasierte Charts zu verwenden? Tolle Frage, gute Frage. Also ich sag mal so, der fortgeschrittene Trader oder der fortgeschrittene Markttechniker, so muss man sagen, fortgeschrittene Markttechniker, wird sich irgendwann von den Zeiteinheiten lösen. Man begreift, ich weiß, für viele ist das jetzt wahrscheinlich Hochverrat, weil ich erkläre die ganze Zeit mit den Zeiteinheiten und sage jetzt, ja, eigentlich brauchen wir die ja gar nicht. Punkt ist einfach der, wenn Sie sich über die Markttechnik oder den Trendaufbau, wenn Sie da richtig fit geworden sind, erkennen Sie, der Trend ist immer der gleiche. Also sprich, der aus dem Orderbuch kommt, es ist immer nur ein Trend. Wir haben verschiedene Trendgrößen. Und wenn ich, sage ich mal, an der Trendgröße mich ausrichte, da sind wir ja eigentlich dann auf den Zeiteinheiten. Die kleinen und kleinsten Trends sind halt über die kleinen und kleinsten Zeiteinheiten eigentlich zusammengefasst, mal ganz salopp gesagt. Dann ist ja bei mir immer nur die Frage, wo lege ich meinen Stopp hin? Und der ist eigentlich am letzten hoch oder tief, je nachdem, in welche Trendrichtung ich unterwegs bin. Und wenn das so ist, dann brauche ich theoretisch auch keine Zeitbindung mehr, sondern ich richte mich rein über diesen Trendaufbau. Und jetzt sind wir eben bei nicht zeitbasierten Charts, sogenannte Renko-Charts oder Point-and-Figure-Charts, wo man als Trader, wenn man damit arbeiten möchte, wenn man damit arbeiten kann, sage ich mal, einen Riesenvorteil hat. Solches Gehackel, wie hier zum Beispiel, das geht einem völlig, jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt, das geht einem völlig, vorbei. An der linken Schulter geht es vorbei. Weil im Endeffekt ist es so, man hat bei diesen Point-and-Figure-Charts zum Beispiel einen Chart, der aus Xen besteht, für eine gewisse Preisspanne, wie der Kurs gestiegen ist. Und Nullen oder andersrum für eine gewisse Preisspanne, die der Preis gefallen ist. Und wenn man das mal macht und auf größeren Zeiteinheiten unterwegs ist, ist einem der einzelne Verlauf, wo auch immer wieder der Trend gebrochen wird oder Umkehrstäbe entstehen, relativ wurscht. Man hält sich nur noch an die nicht zeitbasierten Charts und gibt sich nicht dem Stress hin, zum Beispiel bei solchen Lunten und Hochten, die ja auch im Tageschart passieren können, nervös zu werden oder tausendmal einen auszusteigen. Also sprich, es gibt eine Art, nicht zeitbasiert zu handeln. Man muss das aber prüfen, man muss checken, ob einem das wirklich liegt.
zurück an Jens. Ja, eine Frage noch, dann kommen wir zum nächsten Instrument. Was ist der große Vor- oder Nachteil zwischen Candle und Barcharts, deiner Meinung nach? Ah, ja. Ach Gott, ich sage mal so, ich kann beide lesen, ohne dass es mich jetzt groß verwirrt. Das Problem an sich, Moment, wir haben das ja auch hier bei den Einstellungen. Ich kann ja mal hergehen und sagen, ich mache mal einen Barchart. So, jetzt haben wir die Stäbe. Sie sehen die Stäbe, ich gehe mal etwas näher ran. Und mich selber verwirrt, vielleicht weil ich schon älter bin und bald eine Brille brauche, ich sehe die Eröffnungs- und Schlusskurse sehe ich fast nicht. Außerdem, wenn manche, sag ich mal, Charts sehr eng zusammengestellt sind, dann hat man ja zum Beispiel solche Geschichten, dass hier die Eröffnungskurse parallel liegen und man das mit mehreren Stäben hintereinander überhaupt nicht mehr erkennen kann, wo war hoch und wo war tief. Und deswegen mag ich die Kerzen sehr, die schlichtweg durch ihre Farbgebung mir erstmal sagen, habe ich steigende oder fallende Kerzen? Und die durch ihre Lunten und Dochte, für mich rein von der Optik her, eine schnellere Art, sag ich mal, des Überblicks mir ermöglichen. Deswegen, ich persönlich mag Kerzen sehr. Viele Trader, altgediente Trader, wo es die Kerzen noch gar nicht gab, stehen auf ihre Stäbe. Ist auch okay. Im Endeffekt ist nichts anderes, bis auf den Unterschied, dass die Kerze durch eine dreidimensionale Darstellung, sag ich mal, des Körpers und die noch mit einer Farbe entsprechend gefüllt zeigt, ob wir fallende oder steigende Kurse haben. Wenn ich einen Stabchart habe, muss ich immer überlegen, ah, links war die Öffnung, rechts ist der Schluss. Aha, aha, das heißt ja, eigentlich haben wir hier fallende Kurse. So, bei der Kerze muss ich nicht denken. Wenn die rot ist, oder je nachdem, wie Sie die Farbe wählen für gefallene Kurse, sehe ich das sofort. Okay, zurück an Jens. Genau, vielen Dank. Dann kommen wir gerne zum nächsten Währungspaar und ab und zu gibt es Feedbacks, mehr Live-Trading, nicht so viel erklären, aber wie immer, wir haben 200 bis 300 Teilnehmer, sehr, sehr große Gruppe eigentlich und da sind immer Einsteiger dabei und Sie, wenn Sie erfahren sind, waren auch mal vor 3 oder 10 Jahren Einsteiger und würden sich sehr freuen, Antworten zu bekommen. Wir wollen für alle was bieten, also alle, die vielleicht das alles schon kennen, ein paar Minuten Geduld, dann geht auch wieder was für Sie weiter. Ja. Wir wollen für alle was Schönes machen. Und das ist auch ein alter Trick. Ich sage es Ihnen ganz offen, ich hätte heute privat definitiv nicht getradet. Sehe ich nirgendwo, habe ich was entdeckt, was mir halbwegs zusagen würde. Deswegen, Sie wissen, ich sage das dann auch im Webinar, dass ich eigentlich genauso traden möchte wie zu Hause, auch wenn das hier nur Demo ist, weil wir haben weit gelaufene Bewegungen überall drin. Lieblingsmärkte, wenn man davon reden kann, ich mag einen Euro, US-Dollar sehr, da ist gar nichts, da halte ich die Finger raus. Wir gucken uns den mal kurz an. Übrigens der Trade, Sie sehen, was ich meine. Wir sind jetzt seit 18 Minuten sind wir hier schon in dem Trade drin, nach einer Eröffnung der US-Aktienmärkte am Allzeithoch oder am Rekordhoch. Und Sie sehen, hier bewegt sich der Kurs 10 Sekunden lang nicht. Ja, um Gottes Frischtags Willen, da habe ich als Scalp-Trader nichts zu verlieren. Da muss ich weg. Ja. Beziehungsweise, jetzt haben wir es ja richtig gemacht, wir haben ein CFD drin, gar kein Problem. Stop liegt weiter weg. Also ich wechsle mal auf die höhere Zeiteinheit und wenn es uns da jetzt rausschmeißt, mir soll es recht sein. Aber toll ist der Handel nicht, auch wenn am Tagesende eine riesengroße grüne Kerze im Markt ist. Das heißt noch lange nicht, dass Sie auf der Zeiteinheit, wo Sie gerne unterwegs sind, auch, sag ich mal, die richtigen Einstiege oder Kursverläufe bekommen, dass Sie halbwegs sinnvoll handeln können. Und das ist ein Erfahrungswert von mir. Deswegen, ich bin sehr skeptisch, sehr zurückhaltend gerade mit meinem Trading. Gehen wir mal kurz rüber zum Euro-US-Dollar. Ich bin jetzt hier gewechselt aufs ECN-Konto. So, und wo ist er? Kleinen Moment. Was ich meine, und da muss ich es leider erklären, ich muss erklären, warum ich Trades mache und oder warum ich keine Trades mache. Was mir hier nicht mehr gefällt, ist der Bereich. Also hier wird der Trend ist ständig gebrochen, ständig abgelöst, es ist überhaupt keine Klarheit drin. Und wenn auf den großen Zeiteinheiten keine Klarheit ist, kann man versuchen, auf den kleineren Zeiteinheiten durchaus sein Geld zu verdienen. Aber auch hier, wenn wir mal etwas runterschalten, erkennen wir meines Erachtens Phasen des totalen Gezuckels, die abgelöst werden durch irgendwelche Bewegungen aus dem Nichts oder wenn irgendwo ein Gerücht im Markt ist, was weiß ich nicht. Ich kann sowas nicht handeln, will sowas nicht handeln. Ich sehe da keinerlei Einstieg, solange sich, sage ich mal, der Bereich hier nicht aufgelöst hat. Also ich möchte sehen, dass die Kurse entweder da drüber kommen oder hier drunter kommen.
Ich würde eventuell geneigt sein zu traden, wenn wir hier am Vortageshoch oder am Vortagestief ankommen, würde ich mir überlegen, ob ich was mache. Im Moment möchte ich da überhaupt nichts machen. Denn solange ich nichts mache, verliere ich auch kein Geld. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, aber ich verdiene ja auch keins. Und ich kann Ihnen bloß eines sagen, wenn Sie Ihre Trades mal durchgucken, Sie haben, jeder von uns hat tolle Gewinntrades auf Dauer. Jeder. Schauen Sie sich mal Ihre Gewinntrades an und dann schauen Sie sich die Trades an, die die Gewinne wieder weggefressen haben. Und meistens sind es die Trades, die Sie aus Aktionismus machen, weil Sie sich nicht zurückhalten können. Und wenn diese Trades nicht wären, wären Sie nämlich im Gewinn. So, und das ist der Punkt, den ich auch bitter lernen musste. Deswegen, ob Live-Webinar, Live-Trading-Webinar oder nicht, ist mir völlig wurscht. Ich möchte nicht handeln, wenn es nichts gibt. Okay, dann gehe ich rüber, wenn es okay ist, zum US-Dollar japanischen Yen. Ja, noch eine Zusatzfrage zu deiner Ausschilderung gerade. Ja. Herr Schmidt, wenn Sie denken, dass Sie an einem Tag nicht traden, schauen Sie sich aber doch den Chart an, da es ja sein kann, dass Sie doch etwas ergibt. Bleiben Sie dann bei der Meinung, nicht traden zu wollen oder lässt Sie sich dann nochmal hinreißen? Sehr, sehr gute Frage. Ich weiß auch schon, was derjenige durchmacht. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich sage, ich möchte heute nichts machen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann meistens der Markt wunderschön läuft, was mich tierisch ärgerte früher. Heute sage ich, okay, ich habe gesagt, ich will nichts machen, dann mache ich auch nichts und ich schaue definitiv nicht rein. Also ich habe Gott sei Dank, sage ich mal, die Lebenssituation, mich wunderbar ablenken zu können, entweder indem ich Webinare vorbereite oder Bücher lese oder im Freibad bin. Ich gehe dann wirklich nicht mehr hin. Vor allem halte ich das sehr eisern ein, wenn ich Tage habe, wo ich mein Verlustmaximum erreiche. Also ich begrenze ja meine Verluste während des einzelnen Trades und ich begrenze sie auch bezüglich, wenn ein Tag nicht gut läuft. Und wenn ich dann sage, ich höre auf, und Sie glauben gar nicht, wie schwer es mir fällt, aber dann man muss ab einem bestimmten Punkt noch mal sein Geld nehmen und flüchten, damit man am anderen Tag wieder kommen kann, dann gehe ich wirklich weg und ich schaue auch nicht mehr rein. Die nächste Stunde schaue ich dann oder die nächsten zwei schaue ich definitiv nicht rein, höchstens vielleicht ein paar Stunden danach per Smartphone. Also ich weigere mich dann, mich vom Chart, sag ich mal, wieder verführen zu lassen, so blöd das jetzt klingt, da muss ich mich selber austricksen. Deswegen sage ich immer, ich bin bestimmt kein erfahrener Super-Duper-Trader, ich bin ein fortgeschrittener Trader, der aber genau solche Kniffe immer besser beherrscht und sich eben nicht mehr vom Chart reinziehen lässt. Wenn ich sage, nein, dann ist nein. Und wenn ich den tollsten Move des Jahrhunderts verpasse, ich werde genügend Gelegenheiten haben, in den nächsten Tagen irgendwo wieder einen netten Gewinn zu erwirtschaften. Und falls ich Ihnen da auch einen kleinen Tipp geben darf, und zwar, wenn wir gerade vielleicht diesen US-Dollar-Japanischen Yen-Trade-Hickhack mal angucken, den ich da fabriziert habe. Mir ging es um Folgendes. Ich weiß, die Leute wollen Live-Trading sehen. Jetzt mache ich einen Trade, den ich vorher gemacht habe. Aber das ist ja genau der Punkt. Woher wollen wir wissen, dass zwischen 15 und 16 Uhr auch wirklich Gelegenheiten da sind? Ja? Wenn keine da sind, ja, dann gibt es halt keine. Und so müssen Sie Ihr Trading auch sehen. Trading bedeutet, oder spekulieren, kommt aus dem Lateinischen speculare, hat der Herr Vogt auch schon geschrieben in seinen Büchern. Und das bedeutet abwarten, beobachten. Und nicht aktionistisch die Maus klicken, das können wir jede Sekunde dreimal machen. Das hat nichts mit Traden zu tun. Was ich hier versuchte, ich gehe mal etwas höher von der Zeiteinheit. Mein Ansatz hier war folgender Punkt. Wir haben hier oben ein Vortageshoch, wir haben hier eine Tageseröffnungslinie und wir haben hier unten zum ersten Mal einen Trade, einen Trend. So. Im Gesamtbild passt das auch nicht schlecht rein. Wir haben, sage ich mal, hier zwar eine kleine Unterschreitung gehabt des letzten Tiefs, aber der drehte wieder hoch. Also wir haben auf Stunde haben wir einen Aufwärtstrend, dessen Bewegung in die Korrektur übergeht. Und für mich ist das ein sehr, sehr gutes Signal, vor allem, weil es noch von der Lage her zu diesem Markt passt. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend im US-Dollar, japanische Yen. Und somit bin ich her und gesagt, alles da, ich suche mir mein Signal, auf 5 Minuten in diesem Fall, da bin ich einfach gerne, und versuche, Sie sehen, das ist das letzte Hoch, von dem ich gerade sprach, hier kommt die Korrektur in den Markt, und versuche aus der Korrektur heraus möglichst nach oben nochmal mitzugehen, entweder an das letzte Hoch oder über die Tageseröffnungslinie sogar weiter. Und was passierte jetzt? Also wir haben hier den typischen, ekelhaften Korrekturhandel, der einfach folgenden Nachteil für uns Trader hat, wir fliegen öfters raus. Sobald Sie versuchen, aus der Korrektur zu kommen, fliegen Sie öfters raus und genau das ist mir passiert. Ich hoffe, Sie können es sehen, diese kleinen blauen Pfeile waren meine Einstiege. Ich bin also hier rein, der Kurs ging kurz nach oben, ich war im Plus und drehte sofort wieder runter, ich bin raus. Ich bin wieder rein, ich bin wieder raus. Ich bin wieder rein, bin wieder raus. Ich hatte insgesamt 4 Fail-Trades,
die alle insgesamt bei einer Lotgröße von 0,6, also 6 Mini-Lots, haben die insgesamt 71 Euro Verlust waren hier erwirtschaftet. So, wir haben ein 20.000 Euro Konto und wir sagten, der Verlust pro Trade, mit dem wir leben können, sind 50 Euro. Jetzt habe ich 4 Trades gemacht, die insgesamt das 1,5-fache eines einzigen Verlusttrades machen. Das bedeutet, ich habe hier kleine Verluste, die in Folge sich zwar summierten, aber unsere Money-Management-Regel nicht verletzen. Denn wenn ich 4 Trades machen kann, aber nur den 1,5-fachen Verlust eines einzelnen vollen Verlustes, sage ich mal, erwirtschafte, kann ich ganz beruhigt bleiben. Und ich stieg dann später hier an der Stelle nochmal ein und konnte diese ganze Bewegung mit nach hoch nehmen, die Verluste nahezu ausgleichen und er will halt nicht durch. Ganz kurz noch, Jens, das ist für Sie so wichtig, weil Sie haben 4 Fail-Trades hintereinander und Sie sagen sich, um Gottes Willen, ich habe 4 Fail-Trades. Achten Sie darauf, dass diese Verluste klein bleiben, nicht das Money Management an sich verletzen, denn wir können bei 50 Euro Einzelverlust können wir 400 Trades kaputt machen und das Konto wäre erst dann platt. Und mit 1,5 Trades braucht man ganz bestimmt nicht nervös werden oder sich als Verlierer fühlen. So, und Sie sehen, oft genug macht halt der Chart nicht das, was wir wollen. Jens, ich gebe wieder an dich. Ja, Zusatzfrage dafür, die mich aber auch interessiert. Kannst du auch noch sagen, warum du diese ersten 4 Verlust-Trades eingegeben hast? Ja. Aus folgendem Grund. Zusatzfrage schreibt jetzt gerade, die Einstiege sind nicht logisch. okay, sind nicht logisch. Oh, je. Ja, Jens, ich glaube, du musst den anderen Trader suchen. Okay, die Einstiege sind, sag ich mal, durchaus nachvollziehbar und logisch, denn wir haben hier ein Level, sag ich mal, wo die Kurse auch schön abprallten, wie man sehen kann. Wir hatten hier ein Zwischenhoch, wo die Kurse ebenfalls abprallten, wie man schön sehen kann. Also sprich, ich hatte ständig die Abpraller, die aber nicht weiterliefen und somit musste ich aussteigen, schlichtweg. Also nachvollziehbar ist ja jeder Trade und jeder Einstieg. Auch hier nochmal, das war mein Gewinntrade, der lag genau auf der Größe hier und hier. Das heißt, ich habe mich schlichtweg an die alte Regel gehalten, schaue immer nach links, wo sind Bereiche, wo die Kurse schon mal abprallten. Und als, sage ich mal, das Einzige, was man mir vorwerfen kann, ist, dass ich zu früh versuchte, sage ich mal, diesen Aufdreher nach oben zu sehen, der da nicht kam. Aber nochmal, ich kann nie wissen, wann der Kurs wirklich dreht. Ich kann nie wissen, wann die Korrektur auch wirklich zu Ende ist. Und aus diesem Grund, wenn ich aus der Korrektur handle, als kurzfristiger Trader, der auf Verlustminimierung spezialisiert ist, dann habe ich einfach öfters genug mehrere Versuche, die ich ganz locker mache, weil ich nicht viel Geld verliere. Komm aber dann eventuell dann doch, wenn ich Glück habe, eigentlich war mein Ansatz, dass das Ding ganz durchläuft, ist er halt leider nicht, aber ich konnte Gewinne erzielen und die Verluste fast ausgleichen. So, und das meine ich nicht, dass ich jetzt toll und heilig bin, sondern es ist schlichtweg eine Regel, die ich mir erarbeitet habe, die oft genug greift und es gibt keinen Grund, nervös zu werden, wenn Sie mehrere Verlusttrades hintereinander haben. Wo ich, sage ich mal, zustimmen würde, dass wir, sage ich mal, eine Unlogik im Trading hätten, wäre, wenn ich zum Beispiel hier nochmal in den Markt gesprungen wäre, ja, oder es versucht hätte, hier am Hoch zu machen, wo wir hier direkt in den Widerstand reinlaufen. Da hätte ich gesagt, okay, das war jetzt wirklich nicht klasse, aber wir haben hier alles, was man braucht, um einen, sag ich mal, Trade aus der Korrektur in die Haupttrendrichtung zu führen. So, ich gebe zurück an Jens. Ja, super, ich fand die Antwort sehr, sehr gut und das soll ja auch immer dabei sein. Jetzt gibt es noch eine Frage, die ich ganz kurz beantworte und dann denke ich mal, müssten wir in 5 bis 10 Minuten zum Ende kommen. Eine Lieblingsfrage, die wir jeden Tag 3-mal hören, sind die Demokonten genauso wie die Live-Konten? Normalerweise sage ich immer ja. Jetzt seit ungefähr 5 Tagen muss ich ganz kurz sagen, momentan nein, aber das mit einem kleinen Augenzwinkern. Normalerweise alles gleich. Orderausführungsgeschwindigkeit, Spreads, Kurse, alles gleich. Momentan haben wir eine letzte Testphase in den Admiral Pro-Konten, in den ECN-Konten. Seit 5, 6 Tagen werden Sie dort eine 3 bis 5-mal schnellere Orderausführung finden. Und das zeige ich Ihnen mal ganz kurz. Normalerweise sollten Sie ja immer von ungefähr einer Sekunde ausgehen. Und jetzt können Sie jetzt schon mal, wenn Sie ein Admiral Pro-Konto testen, sehen, dass es ungefähr nur noch 0,1 bis 0,2 Sekunden dauert. Das ist die letzte Testphase. Das wird auch bald, hoffentlich in 1, 2, 3 Wochen bei den Live-Konten und bei Admiral Standard möglich sein. Das ist jetzt die letzte Testphase. Bisher, wie gesagt, knapp eine Sekunde Orderausführung und hier, wenn Sie Admiral Pro Demo-Konto haben,
gehen Sie von 0,2 Sekunden oder schneller aus. Das ist wirklich super und das wird es bald bei allen Konten geben. Und wenn wir mal alle auf einmal schließen, Panikbutton, sehen Sie es noch besser, wie schnell es wirklich gehen kann. Ansonsten, wenn diese Testphase nicht wäre, Demo-Konten genauso wie Live-Konten. Das ganz kurz. Ich sage schon mal Tschüss und die letzten 5 bis 7 Minuten hat der Jochen. Jawohl, danke. Ja, unser Trade hier im Dow Jones hat sich ja, überraschenderweise doch ganz gut entwickelt. Aber richtig echt ist das alles nicht. Also Sie merken, ich hatte einfach meine Probleme. Wenn ich einen Handelsstil mir aussuche, mit dem ich unterwegs sein möchte, sollte ich den auch, sage ich mal, halbwegs unverwaschen anwenden oder ihn ablegen und zu einem anderen Stil rüberwechseln. Und das wäre halt in diesem Moment, wenn ich einen sehr langsamen Markt habe, dass ich mit weiteren Stops und höheren Zeitanhalten arbeiten muss. Gut, wir haben jetzt hier einen CFD drin, haben wir auch das mehr oder weniger getan, deswegen sind wir gerade im Plus. Ich gehe nicht davon aus, dass das Ding richtig hochträgt. Wobei ich es nicht wissen kann und deswegen lasse ich das Ding ganz einfach laufen. Meine Damen, meine Herren, glauben Sie mir, ich wünsche mir sehr für die Webinare, dass ich eigentlich weniger erklären müsste. Ich nehme mir da viel, viel weg für die Zukunft, falls ich mal Webinare machen möchte, zu Schulungsgründen oder wie auch immer. Da wird ja alles aufgezeichnet. Aber ich möchte Ihnen einfach folgenden Punkt rüberbringen. Sie finden Live-Trading-Webinare überall jeden Tag, 85 Stück. Das kriegen Sie wirklich überall. Und natürlich sind da Meister des Faches unterwegs, keine Frage. Nur Sie selbst, wenn Sie auf dem Weg sind, ein Meister werden zu wollen, brauchen, sage ich mal, einen gewissen Punkt, wo man auch nicht nur sieht, wie ein Trader, sage ich mal, einen Trade in den Markt klopft, sondern man muss herausfinden, warum macht er das und vor allem, warum macht er es nicht. Es ist viel wichtiger zu wissen, wann Sie nicht traden, wie als dass Sie traden. Es ist auch viel wichtiger zu wissen, wann Sie aussteigen müssen, als Sie einsteigen müssen. Und das ist das Tolle am Trading, es stellt alles auf den Kopf, was wir unser ganzes Leben lang in anderen Bereichen von einem logischen Ablauf her gelernt haben. Und aus diesem Grunde lege ich persönlich einfach viel Wert darauf, dass ich vielleicht zu viel labere und zu wenig trade, aber damit habe ich, sage ich mal, in meinem Trading recht viel Erfolg und möchte erst hier im Demo-Trading nicht hergehen und sagen, ja, ist ja bloß Demo-Geld, jetzt klopfe ich einen Trade nach dem anderen rein. Das will ich nicht, ich möchte, dass es fundiert zur Sache geht. Und ich möchte auch nicht, dass Sie mich nachtraden. Ich sage das immer wieder. So verstehe ich mich nicht. Ich bin kein Signalgeber. Wir sind hier, um zu lernen. Ich gebe mein Wissen gerne weiter. Und in diesem Grund, oder aus diesem Grund wäre ich Ihnen, oder wäre ich sehr erfreut, wenn Sie mir gewogen bleiben. Wir haben super Einschaltquoten, sehe ich gerade hier. Und dass wir uns, ich glaube, nächsten Dienstag wiedersehen. Und wie schon gesagt, wir arbeiten daran, diverse Vertiefungswebinare schön mit Folien und allem drum und dran auszuarbeiten. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für Ihr Interesse. Hoffe, Sie sind nicht zu sehr enttäuscht und hoffe, Sie konnten wenigstens ein oder zwei Sätze für Trading mitnehmen. Bleiben Sie mal gewogen, allzeit gute Trades, Ihr Jochen Schmidt. Tschüss. Bin doch noch da, also Jochen ist Dienstag 15 Uhr wieder zu hören, aber alle, die den MetaTrader noch nicht kennen oder halt für den MetaTrader Detailfragen haben, jeden Mittwoch 17 Uhr, Einführungswebinar geht knapp eine Dreiviertelstunde, wo alles rund um den MetaTrader 4 erläutert wird, also wenn Sie da Lust haben, morgen 17 Uhr wieder live. Auch da können Sie Fragen stellen über admiralmarkets.de/webinare. Melden Sie sich einfach an. Toi, toi, toi bei den Trades. Schönen Feiertag am Donnerstag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank.